Hey Leute, willkommen zurück zu Perfect Dice. Wir machen jetzt mit Dice Combine hier weiter, aber ich glaube, das nehmen wir nach wie vor erstmal nicht. Wir haben zwar schon ein paar Würfel, aber was ich mich an der Stelle natürlich auch frage, ist das random? Ich bin eigentlich mit den Würfeln ganz zufrieden. Also den hier würde ich vielleicht rausnehmen wollen, aber diese ganzen anderen Würfel sind halt schon... Ich finde die eigentlich schon ganz gut. Aber ich könnte vielleicht, ich probiere das jetzt trotzdem mal. Ich würde den hier noch nehmen. So, was, ach, den mal wieder. Delete plus No Drop, okay. Gut, was haben wir hier für ein Event? Wir haben knapp $300. Oh, Restore Full Health. Das ist ja super. Receive 5 Damage each time you use an Ability. Oh Gott, das ist mit Drawbacks. Ich frage mich gerade, was ist genau mit Ability gemeint? Sind die Sachen hier damit gemeint? Oder mit Ability wirklich... Aber das sind ja so gesehen, ich meine, es kann ja nicht sein, dass alles damit gemeint ist, ne? Dass sämtliche Karten damit gemeint sind, so von Abilities her. Oder sowas wie Double ist eine Ability. Uff. Ich nehme das jetzt mal mit. Ich hatte eh so wenig Leben, wir gucken mal, wo das noch so hinführt. So, da hätten wir einen Elite-Gegner, wir könnten jetzt auch hier so ein bisschen lang. Dann haben wir da auch noch ein Market, das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Dann mal einen normalen Gegner und hier dann noch Upgrade. Ja, ich glaube, ich würde wirklich da lang gehen. Weil da sind eine Menge Gegner. Ja, komm, wir probieren das hier. Und man muss hier echt überlegen, wie man das genau spielt. In welcher Reihenfolge und mit den Würfeln. Das ist ja nicht nur die Reihenfolge. Das ist ja auch, man muss halt, ne, den Erfolg haben mit den ganzen Sachen. Oder mit den Karten, beziehungsweise mit den Würfelergebnissen, so. Du hast 15 Energie, du hast 82 Leben, was kannst du denn noch so? Steady Aim? Oh, first roll will definitely succeed. Ja, sowas bräuchte ich? Disables a random visible player card for a turn. Oh Gott, das ist ja unangenehm. Das ist ja echt unangenehm. Ach, hier, okay, da, genau, da ist das mit Prozent. Da sind meine Prozente, da sind seine Prozente. Okay, die Würfel kann ich mir da auch anzeigen lassen. War das letztes Mal auch schon so? Ich hatte eben gesehen, es gab ein Update. Ich meine, das wäre auch schon so gewesen. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Gut, womit fangen wir denn jetzt an? Also, schwierig. Wir haben 1, 2, 4. Das ist alles nicht so toll. Ich würde trotzdem mal gucken... 1, 2, 4. Wir nehmen mal die 3 raus. Und haben eine 2. Ja, das ist schon mal super. Und dann würde ich direkt... das hier einmal probieren. Und wenn das jetzt fehlschlägt, dann können wir das einmal machen. Und... damit wir auf jeden Fall Schaden machen. So. Aber gut, das war jetzt mit Double echt ein bisschen blöd. Das hätte ich eigentlich lieber für Attack gehabt. Aber okay, so Shield können wir noch mal gucken. Funktioniert, immerhin. Der macht halt mit jedem Schuss echt eine Menge Schaden. Wenn er das jetzt immer spielt, dann kriege ich echt Probleme. Dann bekomme ich wirklich Probleme. 1, 2, 5, 6 ist jetzt nicht so ideal. Ich würde eher gucken, dass wir einmal Double probieren. Das klappt. Okay, dann können wir Mimic nehmen für Maximum, beziehungsweise... Ich würde es halt echt für Shield nehmen.
So, dann haben wir nämlich 10 Shield, was wir würden aber trotzdem 5 Damage kriegen. Und Attack ist disabled. Ja, das ist super. Okay, was ist denn, wenn ich das jetzt so mache? 1, 2, 5, 6. 1, 2, 4. Reroll. Machen wir das so. So, 17 Energy. Dann nehme ich auf jeden Fall jetzt wieder Energy Lock. Ich brauche eigentlich auf jeden Fall immer die Fähigkeit, mit der ich Energy erhöhen kann. Weil jetzt gegen Gegner, die so 80 Schaden haben, 80 Leben haben, irgendwie 5-mal oder 2-mal 5 Damage machen, damit komme ich nicht allzu weit. Aber das muss dann halt auch alles funktionieren. 83% Wahrscheinlichkeit. Dann will ich das so probieren. Funktioniert. Ist jetzt die Frage, 67%, ich könnte es mit Maximum probieren oder ich muss eigentlich Schaden machen. Dann würde ich das halt so machen. Dann sind das nicht mal eben schon 34 Damage. Sind wir bei 50%. Und wir hatten ja auch noch da hinten zwei Karten. Ja, dafür muss ich halt verfehlen. Also ich könnte jetzt noch mal gucken, ob wir mit 50% eventuell das nicht klappt. Genau, dann machen wir das nämlich so und dann müsste verdammt, ich muss die Karte eigentlich weiter. Das war jetzt super doof. Wobei, wir können das so machen. Das ist jetzt sowieso egal. Und, aber das ist ja... Kann ich das denn damit aushebeln? Ja, kann ich sogar. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das ist ja eigentlich, wenn... Braucht man Mistroll dafür. Aber das garantiert halt, dass... Das garantiert halt die Aktion. Das gibt es hier Möglichkeiten, das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. So, auf den ersten Blick sieht das nicht nach so viel aus, das Spiel, ne? Man hat Karten, man hat Würfel. Okay, am Anfang dachte ich auch noch, hey, ich packe dann halt die Würfel in die Karten, damit werden die Karten dann stärker. Aber so funktioniert es halt ja auch überhaupt nicht, wie ich ganz am Anfang das erst so vermutet hatte. Aber mein Gott, gibt das hier Möglichkeiten. So, 15. Also, jetzt ist Double gesperrt. Das ist natürlich... Das ist ja mal richtig unangenehm. Ach, das ändert sich auch dann noch prozentual. Okay, 89%. Ich würde das hier erstmal probieren. 3, ja, das ist super. Dann nehmen wir hier Shield. Ach nee, okay, das hatte ich mich jetzt wieder verguckt. Ich dachte, das wäre Double gewesen, aber das war es ja nicht. Double ist ja gesperrt. Verdammt! Ich müsste eigentlich Jab neben diese Karte packen oder ich muss dann, wenn ich das mache, direkt rüber scrollen. Das ist ja noch eine Komponente. Da muss ich halt gucken, dass die Karten dann auch auf dem Bild sind, auf dem Bildschirm sind, damit das überhaupt funktionieren kann. Das muss man dann auch noch bedenken. Wir machen. Ich bin gerade ein bisschen... Moment. Ja gut, okay, das kann ich gar nicht machen. Ja, dann würde ich halt schauen, dass wir einfach Attack probieren. Und wir haben da 2, 5, 6. 2, ja, ist okay. Ich würde sagen, bis auf 2
Ist okay und wir kriegen's nicht, ja. So, Maximum brauche ich jetzt eigentlich auch eher nicht so. Weil ich kann es ja nicht mitnehmen. Ja toll, das hätte jetzt geklappt. Oder es hat jetzt geklappt, aber ich kann halt nichts mehr machen. Und ich kann jetzt auch nicht locken. Dafür habe ich zu wenig... Was auch immer. Oder das ist die Ability. Das ist, glaube ich, die Ability, ne? Dass ich dann 5 Damage kriege, wenn ich das hier benutze. Ich glaube, so ist das gemeint. Okay, also 50%. Nicht not available. Ist klar, weil wir haben noch gar keinen. Dann würde ich das erstmal so probieren, weil 50% ist echt ein bisschen wenig. Gut, dann haben wir jetzt... Dann würde ich das halt so machen. Nein, verdammt. Schon wieder falsch gemacht. Ich wollte den da reinsetzen. Super, das hat funktioniert. Okay. Wir machen das mal so. Aber das funktioniert dann auch nicht, auch wenn es dann garantiert ist. Ja. So. Es sind eine Menge Einsen. Unangenehm. Gut, aber diese doofen Fehler, die bleiben auch erstmal nicht aus, ne? Weil alles noch Neuland. So wie ich das hier sehe, werde ich auch gleich drauf gehen. 83%. Dann würde ich halt Double nehmen. Und dann... Ja, okay, das bringt es jetzt halt auch nicht. Also ich könnte jetzt noch sagen, hey, wir probieren das mit 67%. 67% ist halt ein bisschen mager. Doppeltriggern ist halt... Ja, Maximum ist gesperrt. Das ist halt auch gerade Problem. Ich darf dann halt aber auch nicht zu viele Karten mit reinnehmen, die zum Beispiel dann nur funktionieren, wenn ich dafür... Ja, wenn die Aktion nicht ausgeführt werden kann wegen des falschen Würfelergebnisses. Und Punishment hatte ich jetzt auch noch gar nicht genommen bisher. Ha, das sieht jetzt alles nicht so gut aus. Ja, ich mache halt so, wenn ich das so mache, mache ich zu wenig Schaden. Ich brauche auf jeden Fall hier... mehr Energie und eventuell dann auch Double. Also für sich alleine jetzt ohne mehr Energie ist das halt alles ein bisschen schwierig. Ich kann das jetzt noch so probieren, aber das wird halt eh nicht funktionieren. Und dann würde ich mich jetzt eh damit killen mit Energy Lock. Das ist halt echt eine miese Nummer. Wenn der die Fähigkeit hat, dass die erste Aktion immer funktioniert. Burning Card freigeschaltet. Deck Movement. Progress. Ja, okay. Wir können noch mal ganz kurz hier gucken. Oder Progress, was... Wir haben hier ein paar Sachen. Also sind jetzt auf den ersten Blick nicht so viele. Miss at least 5 times in one turn. Holy moly. Challenges. Ja, gut. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, wir starten nächstes Mal einen neuen Run. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.